Moin, ihr Tagträumer. Weiter geht es mit Damien 1998. Willkommen zurück bei diesem Survival-Horror-Spiel, das sich stark an Resident Evil anlehnt. Mit jeder Menge Pop-Kultur-Referenzen aus den 80ern und 90ern. Und hier geht's jetzt weiter. Da liegt was. Psychotropfen. Wieder eine Figur. Lagerausschlüssel, Errungenschaft freigeschaltet. Weggeblasen. Was? Hört auf wen? What? Ich hab gedacht, ich hätte dich getötet. Besser erstmal den Kopf entsorgen. Was sagt mein Munitionshaushalt? Oh, das ist eigentlich ganz gut. Ich habe sehr viel Pistolenmunition. Das sollte auf jeden Fall ausreichen, um die meisten Gegner zu töten. Okay, jetzt haben wir den Schlüssel bekommen. Und jetzt können wir hoffentlich diese Tür da vorne öffnen. Ah ja, die Gegner, die mich angegriffen haben, waren die, die hier rumlagen. Die sind jetzt weg. So. So, das Lagerhaus. Oh nein. Das noch. Er da vorne und er hier. Nehme ich in die Mangel! Ihn erleichtere ich mal um seinen Kopf, weil der da hat noch nicht genug. Bam! Sein Kopf auch jedes Mal so. Der weiß nicht wohin mit seinem Kopf. Schwiggle die Wiggle. Stehst du auf oder bleibst du liegen? Was ist los? Hä? Mein Schuh in deinem Gesicht. Das sind meine Shorts. Und meine Schuhe. Ja, der bleibt liegen. Ist auch gut so. Okay. Da ist nix. In den Regalen ist jetzt auch nichts, was man noch mitnehmen könnte. Nö. Da liegt aber eine Akte. Bei der Leiche. Ah, wieder das Hexacore Biogenetics verschlüsselte Datei, Aktenzeichen HB 061. Gut. I'm just a day mehr and dream my life away. Was steht da? Storehouse. Da komme ich nicht rein. Aber da nehme ich mal diesen Aufzug, der mich höchstwahrscheinlich nach unten führt. Zack. Entschuldigen Sie, also so nicht. Wie die immer da liegen in ihrer Pose, das sieht so geil aus. Munition und Haarzusatzstoff. Haben diese Striche da was zu bedeuten? Das ist einfach nur so, hey, wir brauchen einen Blut.png unseren Texturen drauf. Bleiben Sie stehen! Oh Gott. Das war wieder nicht echt. Verdammt. Du bist aber echt. Munitionsschachtel, Revolver Kaliber 44, Preis $49. Datum 23.07.1998. Danke für Ihren Einkauf.
Jemand hat etwas auf die Rückseite gekritzelt. 222. Oh, ist es der Code? Der Code? Jetzt mein Stift. Für den Spind? Maybe? Schreib's mir auf. 222. Ich glaube, den kann ich mir gut merken. Dreimal die 2. 2 im Lotto. Okay. Ich habe nämlich sonst, glaube ich, keinen weiteren Spind gesehen. Aber vielleicht kommt hier noch einer. Vielleicht ist es dann der Code für diesen Spind. Ich weiß es nicht. So. Aha. Wir haben nicht bezahlt, mein Freund. Deswegen schieße ich ihn in den Kopf. Goodbye. Ah, hier bin ich wieder. So. Der habe ich es gezeigt. I don't believe what I see. I grew up in this neighborhood. You grew up in this neighborhood? Ah, I see. And now it's turning to a absolute nightmare. Mein Inventar ist voll. Shit. Was tue ich jetzt? Das war. Sparmaßnahmen. Adrenalin. Munition. Inventar ist voll? Aber der hat die Munition noch aufgehoben. Wait. Ich habe so viel Pistolenmunition, das ist sick. 60, 63 Schuss auf Tasche noch. Hier hatte Raven die Schurfen hinterher, genau. Das Rätsel hatten wir schon gelöst. Aber ansonsten ist hier nichts weiter. Ja, Red Rum! Red Rum ist eine Anspielung auf The Shining. Red Rum ist nämlich rückwärts, beziehungsweise heißt Murder. Und deswegen war ich beim ersten Mal so ein bisschen verwirrt, als ich das erste Mal das Shining gesehen habe. Und der kleine Junge dann ruft, Red Rum, Red Rum. Ich hab's nicht verstanden, was, hä, Red Rum? Und dann, ja, hatte ich das nachgelesen und recherchiert und dann so, ach so, das soll Mörder heißen, okay. Kam da irgendwie gar nicht drauf. Ja, die ganze Zeit irgendwas. Soll hier nicht ein Geheimraum sein? Ich drück die ganze Zeit F. Was heißt das hier? Es will nicht. Aber das sieht doch... Also. Ich laufe die ganze Zeit dagegen und drücke F, aber es passiert nichts. Hier ist es zwar ein Geheimraum, aber hier ist sonst nichts außer die Munition. Na dann.
What's going on in this town? I don't have a clue. Oder war hier noch... Nee. Tür, mit der kann ich nicht interagieren. Achso, okay. Nee, ich dachte, ich hätte irgendwas vergessen aufzusammeln. Okay. Ja. This too shall pass. You should not pass. Und das da hinten. Dieses Logo, was ihr da seht, hier links. Warte mal, ich zeig's euch nochmal. Das hier. We did it. Ist eine Anspielung auf 12 Monkeys, glaube ich. Das Logo kommt mir sehr bekannt vor. Also das ist definitiv auch eine Referenz an 12 Monkeys. Help Shark. Nope. Oh, sie hat keinen Arm mehr. Wusste nicht, dass man die Arme auch von denen abschießen kann. Sehr cool. Geht das? Was? Beine? Beine gehen nicht, oder was? Kopf geht? Ich verschwende jetzt gerade einfach ein bisschen Munition, aber hey, why not? Ich hab so viel. Das gönne ich mir einfach mal gerade. Ich bin gerade mal nicht geizig. Der lag letztes Mal schon darum und dreht sich nicht. Das ist nicht, dass es dieses Mal nicht auch so ist. Was zum Henker hat er da im Mund? Ist das ein Regenschirm? Was ist denn das für eine absurde Art zu sterben? Ein Regenschirm in dem Mund. Das sieht so doof aus. Ich meine, guck's dir an. What? Falls das irgendeine Einspielung sein sollte, verstehe ich sie nicht. Ich habe so das Gefühl, wir gehen den exakten, den Weg, den Raven gegangen ist, aber andersrum. Also wir laufen jetzt quasi von dem Ort aus zurück. Der Raven kam auch hier durch. Daran erinnere ich mich. Ja, hier ist der Bus. Ja, ja. Ist quasi der gleiche Weg, nur rückwärts. Weil wir nicht durch die Kanalisation gehen, sondern in die entgegengesetzte Richtung. Was hat sie eigentlich für eine Hand, Alter? Wie das aussieht. Warum hält sie die Hand vors Gesicht? Von wegen, ach nee, sieh mich nicht an. Road closed. What? Under Construction, hier wird noch gebaut. Kommen Sie wieder, wenn unser Spiel fertig ist. Auf wie viel Meter treffen die denn, die Hohlspitzgeschosse? Ich schieß auf dich! Die war nicht echt. Es ärgert mich dann wiederum. Nicht so sehr, haha, dir zeige ich es jetzt. Und dann ist dieser Gegner nicht mehr wirklich real. Ne? Und dann gibt es wiederum Gegner, die hinter irgendwelchen Ecken stehen und die mich dann anspringen. Und mich vollkotzen. Das finde ich nicht so geil. In Concert, Drum Jam Session, Exhibition at Blackjack Pub, Ticket $5, ein freier Drink, Pain and Keenside. Im September ist es, also nächsten Monat. Wow! Es ist einfach explodiert. Hier, das Gurkenglas, was haben wir da drin? Könnten Tomaten sein? Paprika, Tomaten, Gurken.
Da sind Baked Beans. Aussieht. Ketchupflasche. Clear Water. Clear? Tatsächlich Clear. Ich bin so durch, ich hab gedacht, da steht Clean Water. Nee, aber Clear Water. Ihr seid jetzt echt oder nicht? Entscheidet euch mal. Okay. Du bist echt. Aber der Rest nicht. Kamen die aus dem Pub hier? Schade, ich kann nicht rein. Central Park. Okay, mal die Munition auschecken. Mal nachladen. Hier ist die Bar. Aber ich habe ja eigentlich was von einem Casino gelesen, aber ein Casino sehe ich hier nicht. So eine Bar. Haben wir hier The Raven Family. Das ist wahrscheinlich eine Anspielung auf die Addams Family, möglicherweise. Bin mir nicht sicher, aber es würde sich definitiv danach anhören. Die Typo kann ich leider nicht zuordnen. Ich habe jetzt nicht aktuell das Logo der Addams Family im Kopf, wie das aussieht. Ich weiß es nicht. Hier die Bierhumpen, ne? Die sehen geil aus. Voll schön. Vor allem krass texturiert, so, ne? Vergleich zu manchen anderen Sachen. Die haben sich da extra viel Mühe gegeben bei den Bierhumpen. Das finde ich sehr gut. Fire Exit. Da ist wieder das Fear and Loving in Kindzeit. Oh nein. Da warte, dich. Ach, auf 4 ist die Lampe. Ich, Idiot, hab's vollkommen vergessen. Ah, er kotzt. Auf 4. Es gibt eine Lampe, natürlich. Und ich reg mich noch bei Raven auf, von wegen, oh, es ist so scheiße dunkel, ich sehe nichts. Die 4 natürlich. Ah, Mann. Jetzt ärgere ich mich über mich selber. Da ich es nicht mehr parat hatte. Dabei wechsle ich doch öfters die Waffen auf den Zahlen von 1 bis 4. Aber es gibt ja nur 3 Waffen, die man mitnehmen kann. Das ist natürlich die vierte, die Taschenlampe. So, damals konnte Raven nicht hier durch diesen Raum durch. Aber wir können. Trotzdem gehe ich nochmal einen Schritt zurück. Guck mich nochmal kurz hier um. Inventar ist voll. Okay, kann ich denn noch irgendwie was nachladen oder so, um Platz zu sparen? Schrotflint ist halt voll. Komm. Es reicht nicht. Scheiße. Ja, komm, dann nehme ich das. Adrenalin. Ventil. Was? Nicht stören? Das steht auf Deutsch? Also fehlen die Ölpunkte, Ölpünktchen, aber das ist auf Deutsch. I know what you did last summer. Auch eine Anspielung und der DeLorean mal wieder. Da, out of time. Steht sogar drauf. Also... In your face. Mehr Hommage geht gar nicht. Wieder dieses. Ja. 2 von 2. Ich meine, trotz allem ist. Also, es versucht zwar sehr Resident Evil zu sein, hat aber schon so seine ganz eigenen. Seine ganz eigene Mittel, Horror zu vermitteln. Plus natürlich, wie gesagt, diese ganzen Anspielungen, die hier und da immer wieder verteilt sind.
Aber das ist halt so, ja, beim ersten Mal ist der DeLorean so, oh geil, finde ich cool. Aber nach dem dritten Mal ist es halt auch schon so, ja komm, es wiederholt sich langsam. Es nutzt sich halt ab. Das I want to believe Poster, das habe ich jetzt auch schon, glaube ich, dreimal gesehen oder so. Ist ja nicht schlimm. Ich finde es halt nur ein bisschen schade, dass, dann geht ja so ein bisschen der Überraschungseffekt flöten. Es sind zwar, wie gesagt, hier und da einige coole Andeutungen drin, aber wenn ich es runterbrechen würde, sind es nicht besonders viele. Hier ist zum Beispiel auch was. Fantastic. Das, boah, was war das denn nochmal? Hab ich vergessen. Aber es ist halt wirklich nur, wenn man sich die Sachen mal im Detail anguckt oder so. Auch mal kurz den Blick ein bisschen schweifen lässt. Notiz des Dienstmädchens, Frau Cheryl. Cheryl ist wahrscheinlich auch eine Anspielung an Silent Hill. Ich hinterlasse dir diese wichtige Notiz. Ich habe beim Aufräumen in Herr Sakamuras Zimmer. Sakamura, sein Name sagt mir auch was. Falls ihr es wisst, schreibt es gerne in die Kommentare, ich komme gerade nicht drauf. In Herr Sakamuras Zimmer, das sonst immer besetzt ist, einen Schlüsselbund gefunden. Er hat ihn bestimmt letzte Nacht auf dem Weg vom Restaurant hier verloren. Ich frage mich, warum eine Person mit einem derartigen großen Einfluss in der Nahrungsmittelindustrie lieber einem Hotel in einem Hotel schläft, als zu Hause. Bitte sei so nett und lass Herr Sakamura wissen, dass ich seine Schlüssel gefunden habe. Er ist überraschend großzügig, wenn es darum geht, Angestellte zu belohnen. Es gibt mir, bitte gib mir Bescheid, ob ich morgen während der Apfelblüte irgendwie behilflich sein kann. Kathy. Oder Kathy. Okay. Bist du echt? Du bist echt. Du zuckst zusammen, wenn ich dich treffe. Und du verlierst auch deinen Kopf. So muss das sein. Eigentlich mit diesem Ventil an. Das Ventil, mit dem das Dampfdrucksystem geregelt werden kann, befindet sich im Restaurant. Restaurant? Ich bin gerade in einem Hotel, nicht in einem Restaurant, aber finden wir noch. Erstmal will ich mich noch hier umsehen. Er ist am Nachrichten gucken gestorben. Feels Batman. Ja, nimm's mit. Hier geht's noch weiter nach oben. Tagebuch eines Touristen, Hexacore Biogenetics, verschlüsselte Datei. Biblia blub. Hier ist nix. Nö. War nicht. Mein Inventar ist voll! Ich hätte Munition ablegen sollen, nicht Depp. Aber gut, was soll ich machen? What should I do? Bob. Soll ich wirklich 30 Schuss hier liegen lassen? Es ist nicht. Ich kann natürlich auch erstmal das Ventil loswerden und gleich wiederkommen, aber ich weiß nicht, was er dabei hat. Ich sehe es halt nicht. Basie ist es nicht. Ich gönne mir jetzt halt diese Doppelspritze hier. Na komm. Hause weg! Ah ja. Du und deine Schwester, ihr könnt mich mal. What? Ein nasser Sack.
Sie steigt immer weiter empor. Holy shit. Ja, das Spiel hat Bugs. Ich weiß. Aber keine game-breaking Bugs. Und das ist schon mal sehr gut. Also, ich komme im Spiel vorwärts. Und das hat schon mal viel Wert. Im Vergleich zu manch anderen Spielen. Okay. Meine Hohlspitzgeschosse sind jetzt definitiv leer, bis auf die Magazin. Gut. Ja, die Tür geht nicht auf. Du kannst dich noch so sehr anstrengen. Geht nicht. Okay. Das Restaurant. Da habe ich jetzt den Schlüssel für und das Valve. Da draußen war jemand. Hab ich doch gewusst. Die Brust. In den Kopf. Bitte was? Können Sie es wagen? Einfach so weiterzulaufen, nachdem Sie schon 3 Hohlspitzgeschosse in Ihrem Körper haben. Wow. Entschuldigen Sie, ich habe Ihre Schwester nicht gesehen. So, das war's. Dann wechsle ich das Magazin. So, dann nehmen wir die normale Munition. Dann combinen sie erstmal. Hydrant. Das gesehen? Da war so ein Interaktionspunkt. Aber ich kann hier doch gar nichts machen. Es scheint mir so, als müsste ich jetzt erstmal wieder zurück. Wie heißt es hier? Cheryl Hotel. Ah. Süß. Welcome to the real world. Welcome to the jungle. Das ist ja hier nicht wirklich ein Restaurant, das ist ja eher so eine Bar. Welches Restaurant soll ich denn gehen? Fine Jewelries. Vielleicht? The Taste of Japan. Oder The Taste of Japan. Wow. Dann ist es wohl das. Yeah. Original Japanese Restaurant. Na also. Dann gehen wir mal ins original japanische Restaurante. Create freedom inside restriction. Ist wahrscheinlich ganz oben, nehme ich an. Oh ja. Yeah. Was? Sakamura. Sushi Bar und Restaurant. Kennt da jemand? Oh. Tatsache. Bleiben Sie stehen, Sie laufen da Waldbrand. Sie zünden noch alles an. Okay. Dann gehen wir erstmal hier durch. Wow! Ich hab's gewusst. Was? Die war nicht echt und ich habe trotzdem Schaden gekriegt? For real? Rennt ja immer noch. Was ist denn der für eine Ausdauer? Nö, ich gehe nicht aus, ich brenne weiter. Du erwartet. So, das muss ich abstellen. Dafür habe ich ja das Valve dabei. Muss nur gucken, wo ich es einsetze. Da hinten wahrscheinlich. Oh, Entschuldigung. Ja, ich erlöse dich von deinem Kopf. Das ist
wahrscheinlich das Beste, was dir noch in diesen in dieser Nacht passieren wird. Ja, vielleicht lässt es sich mit dem richtigen Schlüssel öffnen. Ich habe keinen Schlüssel. Ventil verwenden, naja, klar. Einen Plan. Ist da irgendwie ein Hinweis? Ah, da oben. Das erste scheint schon mal richtig zu sein, das zweite noch nicht. Ah, fast schon richtig. Das in der Mitte ist noch falsch. Jetzt. Obwohl ich es nicht wusste. Einfach mal random gedreht. Okay. Durchquere die Stadt und begebe dich zur Seilbahnstation. Yes, yes, yes. Ja, der Alarm wird wohl nicht ausgehen. Oh, das kann ich noch mitnehmen. Den Schlüssel. Das da. So, und ist der Schlüssel jetzt hierfür? Für den Raum? Yeah! War da hinten sonst noch was? Ich guck grad nochmal. Da ist noch eine Tür, aber mit der kann ich nicht interagieren. Okay. Das war schön da, wo du bist. Ich dachte, da hat was geleuchtet, dass ich es aufnehmen kann. Ein Item. Oder ein Item, wie manche Leute sagen. Ach, das ist doch hier, Hexacore. Nix Hexacore. Da, Invader Studios. Die haben die sich doch verewigt. Dysoft. Das ist so geil. Wir drehen es einfach um. Wir nennen es nicht Die Hard, sondern Die Soft. Fertig. Nee, fand ich schon sehr cool. Genau, und hier haben wir im Prinzip gestartet mit Raven. Und jetzt sind wir nochmal mit Sam hier. Ja? Das Tonstudio. Hier gibt es sogar auch nochmal Munition frei Haus. Finde ich sehr cool. Dieses Bild. Ach, schön. Ja, bevor ich jetzt noch... Wow! Eddie! No! Wie bitte? Komm schon. Ey, das gibt es nicht! Was ist denn jetzt hier los? Alter, die tötet mich. Motherfucker. Holzschwurz Geschosse sind alle im Arsch. Hab keine mehr. Was ja auch nicht schlimm ist, aber... Das kam jetzt ungelegen. Lad doch nach. War noch so gerade am Labern und dann kommt die hier und kotzt mir erstmal ins Gesicht. Frechheit. Wir werden auch gleich die Folge beenden. Ich wollte nur mal aus diesem Gebäude hier erstmal raus. Dass es dann am Ende hoffentlich ein Autosave gibt.
Let it burn. Da hat's gebrannt. Okay, hier wird gespeichert. Perfekt. Dann sage ich schon mal an dieser Stelle, vielen Dank fürs Zusehen bei dieser Episode von Daymare 1998 und wir starten das nächste Mal weiter, beziehungsweise es geht das nächste Mal weiter mit Sam Walker. Er ist auf der Suche immer noch nach Sandman, der seine Frau getötet hat. Möchte unglaubliche Rache nehmen. Ob das vergönnt bleibt, das erfahrt ihr in der nächsten Folge von Daymare 1998. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.